Herzlich willkommen zum Produktvideo des neuen Drive S 2.0, die neue Version des Drive S. Die Version 2.0, Decoder-Version 2.0, betrifft nicht nur die Software, sondern betrifft die Hardware. Das heißt, es ist ein komplett geänderter Decoder, eine neue Hardware-Version. Und diese Version hat die neue 1.9 Lastregelung, die in einem anderen Video explizit nochmal vorgestellt worden ist. Die neue Version 2.0 des Decoders bietet einen doppelt so großen Prozessor vom Speicher her mit mehr Funktionsumfängen und bietet auch die Implementierung der SUSI BIDI mit den Funktionstasten und nicht wie bisher nur die Log-Manipulation. Ebenso bietet der Log-Decoder die Möglichkeit der vollständigen Lastregelung, wie das in den großen Decodern auch der Fall war, sodass hier auch die Version 1.9 der großen Decoder und die zweite Lastregelung eingebaut werden konnte. Das Update geht leider nicht für ältere Drive S Decoder, da hier eine neue Hardware gemacht worden ist mit einem anderen Prozessor. Die Größe hat sich aber nicht geändert. Der Decoder ist hier eingebaut in dem RGB-Chen und jetzt zeigen wir einmal, wie sich diese Lastregelung ausübt. Denn ohne irgendwas dort umprogrammieren zu müssen, komplett gleichmäßig ohne Stottern. Und das bei kleinster Fahrstufe, jetzt ist Fahrstufe 1, kleinste Fahrstufe, kleinste Geschwindigkeit. Und wenn man jetzt den Motor belastet, dann fährt er schneller, weil der Decoder merkt, dass der Motor nicht sich drehen kann, sodass, egal wie schwergängig irgendwas ist, man immer den Ausgleich der Lastregelung bekommt. Und das ist jetzt mal ein Beispiel des neuen Drive S Decoder 2.0 mit der neuen Lastregelung 1.9. Wir haben noch ein Video auf unserem Kanal, wo diese neue Lastregelung, die Softwareversion 1.9, worin die zweite Generation der Lastregelung enthalten ist, explizit vorgestellt wird an einer Lok im Vergleich. Und das Schöne ist, bis auf den Drive S, wie gesagt, das ist eine neue Hardware, ein komplett neuer Decoder, weil dort ein größerer Prozessor drauf musste, um diese Lastregelung einzubauen. Haben wir bei unseren anderen Decodern Drive M, L, XL, SB, SR die Möglichkeit, egal wie alt die sind, die zu updaten, um die neue Funktion nutzen zu können. Und das ist kostenlos machbar, das Update. Hier jetzt nochmal, ich halte das Rad hier unten fest. Der Decoder merkt das und regelt danach, damit er wieder die Geschwindigkeit hat. Und jetzt fährt er natürlich schneller und jetzt regelt er wieder nach, damit er die Geschwindigkeit wieder langsam hat. Und damit ist der Decoder super perfekt für ganz kleine Lokomotiven geeignet, aber auch für mittelkleine, so wie eine Steins geht ja auch noch, da die Leistung auch etwas erhöht worden ist. Und das Schöne, der Decoder hat hier auch einen größeren Pufferspeicher bekommen, sodass er nicht mehr so empfindlich ist gegen Unterbrechungen. In diesem Modell haben wir auch noch unser Soundmodul SX6 eingebaut, was über die SUSI-Schnittstelle angesteuert wird. Lautsprecher befindet sich hier oben und hier in dem Kohletank habe ich noch unseren Minicap-Spannungspuffer eingebaut. Ist trotzdem bei so einer Lok empfehlenswert, aber insgesamt ist er nicht mehr so empfindlich.